Die Wasserfreunde Spandau 04 sind weiter auf dem Vormarsch. Mit dem 16:3 Erfolg gegen den OSC Potsdam können die Berliner ihren Platz an der Tabellenspitze erfolgreich verteidigen. We had better quality than other team, I think, in general. Wir hatten heute einfach die bessere Qualität als die Potsdamer. Wir sind erfahrener und ich denke, das war heute der Knackpunkt. Die Spandauer in den schwarzen Kappen legen in der ersten Halbzeit vor. Denner Strelecki setzt mit den ersten beiden Toren ein klares Zeichen und auch Torhüter Laszlo Baksa ist in Höchstform. Er lässt den Potsdamern kaum eine Chance auf Tore. Mit einem deutlichen 7:1 geht es in die Halbzeit. Spandau war heute einfach den Ticken schneller, war im Kopf eine Sekunde schneller, als wir sind früher in den Konter gestartet. Und eben auch in der Sekunde, wenn der Ball zum Center kommt zum Beispiel, die Hilfe war schneller da und da waren wir heute uns überlegen. Und auch nach der Pause bleiben die Wasserfreunde konzentriert und bauen ihren Vorsprung weiter aus. Tyler Abramson netzt zum 14:1 die Spandauer erstmals mit 13 Toren vorne. Abramson mit insgesamt 5 Toren auch bester Spieler des Tages. Zwar bleibt auch das Team von Alexander Chigir hartnäckig, doch die Spandauer sind nicht mehr einzuholen. 16:3, der Endstand in der Schwimmhalle Schöneberg. In der ersten Halbzeit haben wir nur ein Tor bekommen, das war okay. In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch ein paar Tore bekommen, die wir auch verhindern hätten können. Aber allgemein war es zu sagen, dass beide Halbzeiten solide waren. Für den OSC Potsdam geht es nach dieser zweiten Saisonniederlage in der Bundesliga gegen den SV Krefeld 1972 weiter. Auf die Wasserfreunde Spandau 04 wartet das nächste Spiel in der Champions League, bei dem sie dann auch erneut zeigen wollen, dass sie weiter auf Vormarsch sind.